Hallo, servus. Da müssen wir noch Sessen organisieren. Ja, das wird super, da können wir. Hallo. Und soll das machen? Nein, nein, wir müssen ja rundherum gehen. Ah ja, okay, aber ich komme da nicht. Schau, du kannst dann hier durchgehen. Verstehe. Auf einmal? Meine sehr geehrten Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, guten Abend. Einen schönen guten Abend. Danke, Sir. Sie dürfen rauchen. Danke, Sir. Sie müssen trinken und Sie können vorzüglich speisen. Ich empfehle das Beste von Wien, Wiener Schnitzel und Bohnensuppen. Das ist eine gute Kombination, Sie können es aber auch getrennt zu sich nehmen oder hintereinander. Frau Angitzka und Herr Jacke werden Sie mit Leidenschaft bedienen. Und nun, meine Damen und Herren, werden Sie eine Weltpremiere erleben, extra für Sie, das Theater am Sofa präsentiert. Bitte auch bitte hinten ein bisschen ruhiger sind, es geht wirklich gleich los. Wir beginnen mit Revolution von Christine Thornton. Du bist tot. Eine Bewegung, du bist tot. Ich warne dich. Wenn dir dein Leben liegt, bleibst du still. Halt! Eine Bewegung. Rate dir, halte still. Sind übrigens wieder hier. Du, halte still. Hey, stopp. Keine Bewegung. Ruhe! Psst! Halt ruhig! Psst! Ich leide dich ab! Schlag voll zu! Schlag voll zu! Psst! Einfach, du bist tot! Sag, was du tust! Achtung! Stopp! Hey! Hey! Alle leben, keiner weiß, wie es ist. Lauter! Stopp, ich rate dir, pass auf! Halt! Noch eine Bewegung, du bist tot! Ich leide dich ab! Psst! Was ist im Himmels Willen? Ich leide Feuer ab! Pass auf! Was? Du pass auf! Ich blasse den Kopf weg! Was? Rühr dich nicht! Halt! Keine Bewegung! Eine Bewegung, du bist tot! Wenn du dich rührst, bist du tot! Wenn dein Leben lieb ist. Als nächstes, meine sehr geehrten Damen und Herren, nie wieder Federball von Madame Amaryllis Sommerer. Er spielte also mit dir? Ja. Und wie hieß das Spiel? Federball. Wie kann man schuldlos bleiben bei Federballen? Es war Nacht. Nacht. Ihr spieltet in der Nacht. Ohne Sonne. Ohne Sonne. Ohne mich. Ohne dich. Irgendwie hast du dich verändert. Hey. Hey, du!
Du hast ja das Gesicht operieren lassen. Nein, wirklich. Den ganzen Tag denke ich mir schon, er hat sich schon wieder das Gesicht operieren lassen. Liebling. Er träumt nur. Uns einlullen? Nein, das glaube ich nicht. Warum singt er dann so? Ja, wieso? Na so, so einlullen eben. Wir tun einfach so, als wäre er nicht da. Du wirst gleich reden, das sieht aus wie Rock Hudson. Na du wolltest doch eine Aussprache. Na, mit dem da in der Mitte? Er schläft. Nicht nur. Er schläft, ich versichere es. Aber manchmal singt er. Das weißt du ganz genau. Dann höre nicht hin. Gott, das kann ich nicht. Na, der Gaskassier, wer sonst? Wieso schläft er dann? Oh. Wahrscheinlich wollte er nicht mehr. Ja, ja. Ich verstehe das. Wie gut du das verstehst. Ich verstehe. Ja, Liebling. Dame, Mutter, each time I cling to your lips, I hear music. Dame, immer steht etwas zwischen uns. Naja, oder es schläft zwischen uns, oder es singt zwischen uns, oder es funkt zwischen uns. Ist doch normal, oder? Wenn wir jetzt nicht hier nebeneinander säßen, dann könnten wir wenigstens miteinander telefonieren. Nein, danke, ohne mich. Ich will das nicht. Und bist du nicht willig, dann sag ich Lurch halt zu dir. Denn das ist schlimmer als Abschaum, es ist weniger als Lurch und doch grausam mehr als das Vornehmen nichts. Hast du schon wieder gedichtet? Nur ein kleiner Vierzeiler. Das sagst du doch alles nur, damit ich nicht glaube, dass du ein Rammler bist. Ich habe alles serviert mit meinen sämtlichen Notizen verbrannt. Ich schwöre es, glaub mir. Verbrannt ist nicht gegessen. Kannst du nicht einmal eine normale Antwort geben? Jedes Geheimnis braucht sein Holzweg. Ich bring ihn um. Nein, bitte. Was bleibt uns dann? Soll ich dir ein Viertel Budweiser bestellen? Nein, danke, ich esse nichts mehr. Soll ich dir ein paar neue Ballettschuhe bestellen? Naja, ich wollte nur... Ja, danke, jetzt wissen es alle, ja. Ich bin Beamter, ich habe ein Ballettschuhverbot. Wenn es dich tröstet, er konnte auch keinen Spagat. So weit sind wir gegangen. Wenn du mich einmal verstanden haben wirst, dann wird nichts mehr möglich sein. Na, jetzt sollte er singen, jetzt singt er nicht. Dass ich halte das nicht mehr aus. Schluss mit dem Hormonstau. Sag mir jetzt endlich die Wahrheit, ich will es wissen. Ich liebe dich. Nein. Ja. Das kann nicht wahr sein. Es ist die Wahrheit. Tut mir leid. Er? Er sieht aus wie Rock Hudson. Wacht er denn nie auf? Nein. Können wir doch nicht einfach hier liegen lassen, vielleicht verschimmelt er. Nie wieder Federball. Ein Viertel Budweiser, bitte. Das Blinker kommt. Es ist nicht ganz klar, wann und wie.
Als nächstes, meine sehr geehrten Damen und Herren, neuer Wind von Christine Törnquist. Das nächste Stück, meine Damen und Herren, aus unserem Repertoire, extra verfasst für Sie, jetzt und heute, jetzt und heute, heute und jetzt, Werksport von Herrn Josef Gerger. Ein pendelnder Rahmen, in dem das Muster des zu drehenden Leistens, so wie der Hochklotz eingespannt wird, ist so in der Maschine, ist so in der Maschine aufgehängt, dass das Muster vor das Papierrad und der Hochklotz, wo dem Messer kommt, zu liegen kommt. Bei der Inbetriebssetzung der Leistung drehen Sie. Was erfahren Sie? Die qualitative Beschreibung der einzelnen Schritte zur technisch vollkommenen Herstellung eines Werkstückes gefertigt von Hand, erfahren durch Dauer, beliebt beim Volk. Wenn Sie mich jetzt auf der Stelle schleppen mögen, dann könnte ich Ihnen ein sensitives und unbekanntes weibliches Gegenstück offenbaren, das Ihren menschlich aktiven Wirkungsgrad prozentuell zu Ihrem charismatischen Dauerschlaf auf Schlag, auf Dauer, auf Zeit zunehmend sei. Hört mir gut zu. Der Wirkungsgrad, du hörst mir jetzt zu. Entschuldigen Sie, Mister, aber durch die Stimulierung der Hautpartien entsteht gerade an den Wurzeln Frick. Also ich bin dafür, dass wir uns am Montag wieder treffen, um die Schwebe, die Schwere fast, die Glut und die Morgenröte eigentlich, um einmal nur den Kometen Hale-Bopp rechtzeitig um 16:30 in aller Herrgottsmündigen morgen früh versäumt zu haben, zu betrachten, zu treffen, bekannt zu machen, Glut zu geben, Schnaps. Mit deinem Glas voll des Weines hierher. Dieser Wein
Idiot. Stammt von einer vollmündigen Prostitutionsrebe, Südhanglage, Blickdauer, Bauernhof, Winzer draußen, in Hagel und Schnee, Kuchen, Bohnen, Sauer und Ampfer, Weinbeißer, zur Einschneidung prächtiger Jahrgang. Sag mehr, auf gerade das warte ich. Meine Person riecht ein Jugendbuch von Weitem. Ich kann Lachen im Dunkeln hören. Ich ahne Dacke voraus, ich habe Doppelgängervisionen, zum Beispiel ist Roy Black die Sampras. Und Mitterrand war Stan Laurel. Ich berechne die Ampelzahl, zähle die Münzen und lade euch ein, meinem Auftritt als unbeliebten Autorennfahrer beizuwohnen. Das lohnt sich. Lesen Sie ein Gedicht. Oder besser noch, gestalten Sie uns einen Diavortrag zu Ehren. Eines norwegischen Skilangläufers. Ja, der Sport. Als massenphänomenale Religionsform eines kommunalen wie internationalen Breitenbrauchtums vor dem Hintergrund steigenden Fruchtbarkeitsschwundes läutet mir ein Spaß ein. Auch sagt man, dass die Feuchtigkeit schwindet, andererseits die Fäulnis zunimmt. Der 100-Meter-Sprint zum Beispiel. Ich hätte gern den Dreisprung mir erklären, von holdem Junker dargebracht zur rechten Stunde. Dass er hüpfelt, gab zwei, drei mächtige Sätze mir voran, dem Abgrund nah, doch wohlgebettet und rosa, feucht. Die prallen Hoden sich aus dem Beinkleid schälend, quellen zur Landung mir, da sanft im Sand erbricht den Lauf, den Höhenflug, zum Ende jetzt vor meinen Mund. Das ahnt ich nie. Auch lieb ich Biathlon, vom Lauf geschwächt das Herz, es pochet, die Weil die schwitzt, der Büchs führt an die bebende Brust. Das biathlonische Spezialgewehr. Das Auge wild flackernd durch ein hochwertiges Zielfernrohr fixiert, nicht atmend, tut es doch. Verfehlt das Ziel eher. Dann ist ihm eine Extrarunde beschieden. Das kostet Kraft, das lähmt den Rhythmus. Zum Beispiel 100 Meter Sprint. Was sehen wir? Exzellente Schwarze in exzellenten Körpern. Und als Vergleich der 10 Kilometer Lauf. Was sehen wir? Exzellente schwarze Kenianerinnen, die zu Hause jeden Tag ca. 35 Kilometer in die Laufschule zum Lauftraining laufen müssen. Richtig. Und als Vergleich eine einzige russische Weltlaufrekordlerin. Was sehen wir da? Sie ist weiß. Richtig. Und aus Weißrussland. Sportlerinnen aus Weißrussland sahen bis vor kurzem aus wie noch ein Mann. Daraus folgern wir den Sport. Außer den alpinen Skilauf. In ganz spezielle Hände. Ich denke an vorzeitig. Nehmen wir ein Medium. Morning, Doppeljutra, Bonjour, Christ, Buonasera, Servus, Ciao, Hallo, Tag, Doppelsoschli, schönen Tag, sehr erfreut, Enchanté, Buenos Dias, Arrivederci, Liebe, Momenta, Morgen, Ahoi, Verweile, Auf Wiedersehen, Dobardan, sei gegrüßt, Wale, Schleichti, Vierti, Grüß Gott, Kalispera, Miseriski. Der Gruß! Die Gnade der Mächtigen. Der Eid. Die Formel des Athleten. Der Zaun, die Mutter aller Hürden. Sind Springer so gesehen nicht, Besitzstörer, die eingeleuchtet gehören? Was aber ist dann der Stabhochspringer? Ist er nicht der verkommene Sträfling? Was ist ein Polospieler mehr als ein Samenspender des Adels? Was ist Ihre persönliche Meinung zu Wasserball? Das ist eine perfekte Strafkolonie nasser, kroatischer Nahkämpfer. Perfekt, besonders in der Schnellstilkraft. Gut gebaute Leiber. Doch wie so oft nicht edler als Skisport, härter als Stoff. Oft und oft gerade als Mannschaftssport in Kroatien extrawürdig. Fällt mir. Würdigen wir den Straßenbau. Aus dem fernen Indien weiß man, wie klein Felsbrocken zerschlagen werden. Indische Weiber, indische Kinder hacken, hämmern, es staubt der Weg, die Straße wächst. Übrigens, es gibt eine freie Wohnung im 7. Bezirk. 140 Quadratmeter groß, Hinterhof und Wohnung komplett getrennt. 9300 heiß mit Marinade. Telefon Herr Lewitz und Frau Martes, 52 25 919. Ich wiederhole. 52-25-919. Mit Marinade? Marine Ade. Limonade. Kanon Ade. Bade dich doch einmal. Jüngst immer mehr. Immer nur noch Sport. Auch gerne immer eigentlich das Baden, das Baden, das Baden an und für sich gesehen. Natürlich morgen. Und natürlich morgens.
Das ist der Tag meines plötzlichen Antritts als Sportstaatskuratorin. Es ist wunderbar, wenn sich gute Unterhaltung ins vollkommene Real eben einschlüsselt. Das ist so, wie wenn ein Damm bricht und sich gestaute, tote Wassermassen mischen mit alsbald toten Kühen. Cowboy war ein Sportsmann. Der Cowboy war ein Sportsmann. Der Cowboy war ein Sportsmann. Versehrten Sport konnte mein Herz nie recht erfreuen. Um zu guter Letzt diese Sportart in ihrem Wesen zu begreifen, bedarf es eines mitfühlenden Wesens. Es ist für den Einbeinigen vieles unmöglich. Der Edle jedoch sieht die Bemühungen und ehrt Tat. Gut gesagt, Simon. Ich lerne jetzt dich kennen. So lerne ich mich quälen jetzt. Das Beste zu geben erhebt dich, Freundin. Kommen wir zu einem Ende. Ich habe erfahren, dass der Nationalratsabgeordnete Rupert Moser gerade im Kassettenrekorder interviewt wird. Einst gab es hoffnungsvolle Ausnahmen. Zum Beispiel Rupert Moser von der SPÖ im Parlament. Ein integrer Mann mit einer zufälligen Hasenscharte von Geburt an, aber umso lieblichere Stimme. Wir schätzen uns glücklich und fragen Herrn Altabgeordneten Meiner, hat ein körperliches Gebrechen, Einbrechen des Alltags, Zeitgeistes mit sich gebracht. Gefordert von Christine Thornquist, bedroht von Siegfried, Friedrich. Siegfried, Friedrich. Einen etwas leiseren Programmpunkt anzukündigen. Rot, Blau von Fräulein Susanne Matsche. Rot. Ich trieb auf der Wasseroberfläche dahin. Erst als man das Schiff, in dem ich saß, anhielt, wurde mir bewusst, dass ich schon längst nicht mehr im großen Schiff bei den anderen Seeleuten war. Schiff wäre auch übertrieben gesagt. Ich trieb in ein nussschalengroßes Körbchen zusammengekauert flussabwärts. Ich glitt darin über den von Bäumen beschatteten Kanal.
Dieser blaue Kanal führte weiter und soweit mein Auge reichte, breitete sich seine tiefblaue Farbe aus. Himbeeren gibt's im Hochsommer. Mit Blechkanne gehen wir sie sammeln. Nascht die Hälfte am Heimweg schon wieder weg. Und Münder und Klebeln haben einen Himbeerschein. Wo es sehr kalt ist, glaube ich immer besonders viele blauäugige Menschen zu sehen. In ihren Pelzmänteln sind sie vermummt. Weiße Pelzkappen sitzen auf ihren Köpfen. Meistens sind es nur die blauen Augen, die aus diesen Pelzhaufen hervorlugen. Und in regelmäßigen Abständen stoßen sie eine Hauchwolke in die klirrende Kälte. Diese Leute erinnern mich an Huskies. Und sie arbeiten so fleißig, wie diese Polarhunde laufen. Sie schuften, egal wie kalt es ist. Der Boden ist tiefgefroren. 9 Monate im Jahr, nur Eis. 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 Erzähl mir nichts vom 1. Mai. Da ist die Stadt in rote Fahnen gehüllt. Als einer von Tausenden im Umzug ist es wie im Wald unter roten Blättern. Und ich habe mich immer gefragt, woher diese unendlich breiten Stoffbahnen kommen. Aber auch im Kleinen, du schaust, wohin du willst, in jedem Kaufhaus ist Rotes zu Pyramiden gehäuft. Tassen, kleine Statuen, Plastikblumen, ja selbst die Paradeiser am Markt feiern mit. An diesem Freitag der roten Farbe. Wassertiere sind blaue Tiere und deshalb ist diese Ente hier blau. Sie wurde aus dem edelsten Lapislazuli in wochenlanger Arbeit gefertigt. Ich hatte die Nase voll von diesen Händlern, die die Touristengruppen abklappern und ihre Katzen, Adler und Mistkäfer feilbieten. Diese elenden Wohnzimmerstücke, ich hasse sie, diese Staubfänger, dachte ich. Aber dann tat mir diese Lapisente plötzlich leid. Ich nahm sie in die Hand und sie kühlte mich auf so angenehme Weise, besser als jedes Getränk. Mein Handteller wurde zu ihrem Nest. Ihre blaue Kälte bezauberte mich und ich kaufte sie. Wenn man genau schaut, kann man es auch mit freiem Auge wahrnehmen. Das Violett breitet sich über das ganze Objekt aus. Es liegt nicht direkt auf, sondern es scheint in geraumer Höhe über dem Boden zu schweben. In dieser dichten Atmosphäre, die sich zwischen Boden und Farbe bildet, können Schlieren und Ausformungen in allen möglichen von dunklem Rot, Blau, von dunklem Violett, das schon fast an die Farbe der Auberginenhaut erinnert, bis zu hellem, fast schon ins Rosa übergehende Violett reicht die Farbpalette der Atmosphäre. Die Vielfalt der Formen und Schattierungen lässt alle möglichen Vermutungen zu, was sich wohl darunter befinden könnte. Man hört sie, vergisst sie aber augenblicklich wieder, denn man ist so vertieft und berauscht von diesem Violett, dass alles andere an Bedeutung verliert. Also Rubine sind meine Lieblingssteine. Sie wachsen in Burma und Siam, aber auch in Ceylon und Tansania. Der begehrteste unter ihnen hat die sogenannte Taubenblutfarbe. Das macht rein gar nichts, wenn er nicht makellos ist. Gerade seine Einschlüsse sind ein Echtheitsbeweis gegenüber dem falschen Himbeerrotstein. In goldenen Ringen und Lustern verleiht der Rubin seiner Umgebung ein rotes, warmes Licht. Seine hohe Temperatur strahlt aus auf die umliegenden weißen Steine. Das Rot wird zu Rot-Gold und das Glas der Luster zu Rot-Glas. Wenn ich an die Rubinringe denke, wird mir ganz warm ums rote Herz. Ich wollte eine blaue Blume haben, aber eine noch viel größere. Im Durchmesser sollte sie mindestens 4 Meter messen. Und ich wollte sie aus mittelblauem Stoff nähen. So viel Stoff brauchte ich dazu, dass die Ballen kaum von 5 Menschen gehoben wurden. Und als ich diese unglaublich großen Stoffmassen unter den Nagelfuß der Nähmaschine durchschob, da kam ich mir eher wie ein Schwimmer in einem blauen See als ein Näher in einer Schneiderei vor.
Links von mir, rechts von mir, blaue Bahnen. Hinter mir, vor mir, blaue Bahnen. Ich habe den Glasbläsern zugeschaut. Denen, die große Tropfen mit einem Stab aus der rotglühenden Masse herausziehen. Die Hitze strahlt über die ganze Halle und der Gedanke, dass kalte Flaschen daraus werden, kommt mir absurd vor. Es ist sehr leicht, in den Feuerdruck hineinzustarren, nichts mehr zu denken, bloß Glut, Glut, Glut. Mit Raffeln und Schüsseln ausgerüstet sind wir den Graben gefahren, doch war der beste Heidelbeerplatz. In den moosigen Winkeln wachsen die kniehohen Sträucher, die Bären sitzen blau und adelig im Blätterwerk. Es war in einem der oberen Stockwerke, von wo aus man die heiße Stadt mit ihren Dächerlandschaften aus der Vogelperspektive sehen konnte. Als ich ins Zimmer kam, presste mir der Luftzug die Türe aus der Hand und schleuderte sie gegen die Wand. Der rot gemusterte Vorhang flatterte aus dem Fenster, die Hornischen schepperten und der Stoff loderte wie Flammen nach außen. Eine große rote Wachsfigur stand schräg an eine Wand gelehnt. Sie war so groß wie ein Mann, ein Batman. Sie war gepresst worden, denn in ihren Rändern sah man einen Grat an überschüssigem rotem Wachs, wie in der Hälfte billiger Pressgasvasen. Die Figur stand ganz starr, sonst loderte alles so in dem roten Orkan. Blau. Herr Lex, letzter Akt, meine Damen und Herren. Einmal noch eine kleine Aufmerksamkeit, einmal noch ein bisschen Ruhe, das wäre nett. Denn der letzte Akt unseres unvergesslichen Theaters am Sofa kauft teuer von Christine Thornquist. Schau, schau. Schau, schau. Schau sie dir gut an? Ja, ich schau sie mir gut an. Na? Welchen nehmen wir, ha? Schwer zu sagen. Einer von ganz hinten vielleicht, ha? Einer von denen, der sich da verstecken will, ha? Nein, ich bin für einen von den Strebern da ganz vorne. Schau, schau. Ja, ich schaue sie mir an. Und dann werden wir ein Exempel statuieren, ha? Allerdings und wie? Ich stecke in meine Kleine ins linke Ohr und du in deine in das rechte Ohr und dann soll er zappeln. Und wie er zappeln wird. Wimmern wird er. Oder sie, hä? Wer sagt denn das für einen Mann nehmen, hä? Eben. Ich stimme immer noch wir. Ich bin sowieso für eine Frau. Egal. Das wird ein Exempel. Zapp, zapp. Und dann nehmen wir ihm die Arbeit weg, ja? Ja, zapp. Ich bin der eine aus der Mitte. Die in der Mitte glauben immer, sie kommen unauffällig davon. Bei uns nicht. Ja, und dann, ja? Aber welchen nehmen wir denn jetzt? Ah, ist egal. Irgendeiner von denen. Ist doch einer so dumm wie der andere. Hast recht, schau. Schau dir ja? den da an. Ja? Du, ja? Aber wenn wir jetzt einen herausnehmen. Ja? Was? Und ein Exempel statuieren, werden dann nicht die anderen glauben, dass sie ungeschoren davon kommen? Verstehe, wir müssen an allen ein Exempel statuieren, ja, ja. Es geht nicht. Stimmt, ja, es geht nicht. Also kein Exempel? Nein, nein. Aber ich warne euch. Auch wenn es jetzt keiner trifft. Ja? Fühlt euch bloß nicht sicher, da seid ihr nämlich total auf dem Holzweg. Allerdings, total auf dem Holzweg. Und zwar ihr alle. Ja, es soll keiner glauben, dass er uns entkommen kann. Kann auch keiner. Schau, schau. Schau, schau, sie wollen flüchten, hier geblieben. Diese Feiglinge, versteht ihr? Wir sind da, wir sehen jeden von euch. Jeden Einzelnen.
Hinten oder vorne oder in der Mitte. Wir rationalisieren euch von euren Sesseln weg, ja, wie nix. Keiner von euch ist sicher. Schneller als ihr schauen könnt und selber schuld. Schau sie dir an. Sie kapieren's nicht. So, du, mir reicht, diese Idioten. Hast recht, ich glaube, sie sind gewarnt. Ja, wir haben euch gewarnt. Kauft teuer. Bravo. Aber durchaus bekannten und immer wieder angenehmer Atmosphäre eines Kaffeehauses vorgestellt. Vier Schauspieler lesen hier einen Einakter, vier Musiker interpretieren, inszenieren eine Hymne. Die Stücke handeln von Revolution, Sport, Beziehungen und Sport. Farben, Revolution und Widersport. Das sind anschließend die Themen, um die jungen Autoren von heute nicht herumkommen. Sie bewegen, bewegen, bewegen aber nur einen Schein zu fesseln. Aber alles der Reihe nach. Als Bühnenbild sehen wir hier ein altes Sofa, altrosa, wie wir sehen von dem banalen Hintergrund eine, sagen wir, primitiven Darstellung von Wien, wie es sein könnte, aber nicht sein sollte. Vielleicht jedoch sein möchte. Fast hat man den Eindruck eines Wohnzimmers. Die Idee ist keineswegs neu, sie kann aber immer wieder spannend sein. In diesem Fall illustriert sie aber nur die merkwürdige, oft hohle, dann wieder unheimvoll absurde Sprache der vier Autoren, als sie dazu in der Lage waren. Als wollten sie zu viel sagen, dann wieder zu wenig. Doch glücklicherweise verleiht die im Großen und Ganzen gute Ensembleleistung dem jungen Schauspieler einzelnen Textpassagen einer inhaltsschwangeren Bedeutung, die kaum gerechtfertigt zu sein scheint. Erwähnt sei hier Burgtheaterstar Ute Springer, der bekannte Filmschauspieler Dominik Castell aus der Castell-Dynastie, Jung Doyen des Volkstheaters Alexander Lutz und der allseits bekannte Burg- und Filmschauspieler Heimo Maria Buttig. Der als hervorragender Confrontier wohl das Bemühen der Regie nach einem abgerundeten Ganzen andeutig, wen soll, wen gleich. Im Großen und Ganzen ist dieser Theaterabend ein merkwürdiger Theaterabend und des Wortes wahrhafter Bedeutung. Es gibt Textformulierungen, die aufhorchen lassen, Wortneuschöpfungen, die Anlass zur Hoffnung geben. Es gibt szenische Lösungen, die begeistern. In der Tat wächst hier eine Autorengeneration heran, die zwar Pathos vermeiden will, Angst hat vor großen Gefühlen, immer wenn dann und dennoch auf den Leim geht. Der Sinn dieses ungewöhnlichen Unternehmens ist mir nicht bekannt. Das sind viele Fragen, die ich nicht beantworten kann. Ich persönlich glaube, ein entbehrlicher Theaterabend. Aber, so wie ich höre, ein Premierenerfolg, ein Angriff auf die kommerzielle Theaterlandschaft, im fast, möchte man sagen, biedermeierlichen Indisposition. Gegen Klaus Keimann vielleicht. Nein, hervorheben möchte ich auch noch die Kaffeehausbesitzer,
Ankitza und Jacke, die diesen Abend durch die Bereitstellung ihres Café Anzengrubers es möglich gemacht haben und die es trotz ihrer nicht österreichischen Herkunft geschafft haben, das Anzengruber zu dem zu machen, was es einmal gewesen zu scheinen wird. Trotz aller Bedenken, meine Damen und Herren, wird es volle Kaffeehäuser geben, Kaffeehäuser, die tadelloses Essen bieten, Kaffeehäuser als ganz großartige Bereicherung des Wiener Kulturlebens, Kaffeehäuser wie das von Ankitza und Jere. Bravo! Thank you.
Ja, ich schaff's jetzt auch. Es hat mir sehr gefallen, es war toll, es war faszinierend, es war wunderbar, es war traumhaft. Weiter so, weiter so. Noch toller ist natürlich Dortmund gegen Juventus. Was ist das hier? Statuieren, wenn die anderen doch glauben, sie kommen ungeschoren davon. Ja, wir müssen an allen ein Exempel statuieren, hm? Das geht doch nicht. Stimmt. Also kein Exempel? Nein, aber... Aber ich warne euch. Auch wenn es jetzt keinen trifft, fühlt euch bloß nicht sicher. Das hätte nämlich total auf dem Holzweg, ja? Ja, total auf dem Holzweg. Total auf dem Holzweg? Ja, und zwar alle. Keiner soll glauben, ich kann das entkommen. Allerdings. Kann auch keiner. Schau, schau. Die wollen flüchten. Ah, diese Feiglinge. Versteht ihr, wir sind da. Wir sehen jeden von euch. Ja, jeden Einzelnen. Hinten oder vorne oder in der Mitte. Wir rationalisieren euch weg wie nix. Keiner von euch ist sicher. Schneller, als ihr schauen könnt. Und? Selber schuld. Schau sie dir an, sie kapieren es nicht. So, du, mir reicht's. Diese Idioten. Hast recht. Ich glaube, sie sind gewarnt. Aber wir haben euch gewarnt, ja? Kauft teuer! Nein, los. Thank you.
Das wird das Ende, das ein blendes Ende markiert. Das ist